Ich glaube, ich wecke jetzt die mal auf. Und dann werden wir die anderen mal pranken und die aus dem Zelt schmeißen. Aufwache! Die rasten richtig aus! Wir fallen gleich runter! Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir! Dima ist am Start! Bam ist am Start! Und Leute, wir sind heute mal wieder alleine in einer Trampolinhalle. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar werden wir in der Trampolinhalle einfach übernachten. Genauso wie er es gerade macht. Genau so werden wir es machen. Genau so. Wir haben das schon mal gemacht im Absprung. Das Video kennen sehr, sehr, sehr viele Leute von euch. Und das werden wir wieder machen. Hey. Diesmal in einer anderen Trampolinhalle. Dima hat sich für den Dreh extra diese Weihnachtsschlappen gekauft. Genau die, bei Lidl, 5 Euro, ich schwöre. Wir haben einen Schlafsack, wir haben ein wundervolles Zelt, aber wer das am Ende bekommt, wird sehr spannend. Entweder du bekommst es, oder Tom bekommt es, oder Merle bekommt es. Nee, Merle, du kannst so schlafen. Ist es gemütlich? Das gute Kissen, so eine Schwimmnudel, das muss man echt empfehlen. Schaut euch diese Trampolinhalle an, Leute. Einfach komplett leer. Die ganze Nacht für uns. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich habe Hunger. Ja, also wir haben auf jeden Fall noch nicht Abend gegessen. Also ich denke, wir werden auch auf jeden Fall in der Trampolinhalle essen. Aber bevor wir irgendwas machen, gibt es jetzt erstmal eine Montage. Let's go. Leute, die Montage ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Die war einfach nur geisteskrank und jetzt gehen wir was essen, weil wir haben richtig Hunger. Und du, was hast du? Ich hab mehr als Hunger. Wir werden jetzt hier in der Trampolinhalle uns etwas zu essen machen. Wir werden in die Küche gehen, obwohl man da gar nicht rein darf, aber egal. Wir dürfen da heute rein. Okay, Leute, wir gehen jetzt in den hinteren Bereich. Oh mein Gott. Wir dürfen uns alles nehmen. Ey Mann, einmal allein in einer Trampolinhalle und dann das. Was macht ihr hier? Dima hat gesagt, man muss schütteln. Ja, was ist das hier? Hä? Schlimm, diese Leute, Mensch. So Leute, wir haben Hunger. Wir stehen jetzt gerade in der Küche. Als normaler Besucher darf man hier nicht sein, deswegen ist es ein sehr spezieller Ort. Also, dass wir das dürfen, Leute. Krass, ja, man sieht es an der Optik hier auf jeden Fall. Ah ja, auf jeden Fall hier oben. Ranne ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was essen wir heute? Also, wir haben Auswahl, oder? Pommes, Chicken Nuggets, Pizza. Habt ihr eigentlich schon mal mit einer Fritteuse gearbeitet? Ich nicht. Ich auch nicht. Komm. Ich auch nicht. Du, keiner, nein, auch nicht. Wir kriegen das hin, egal. Okay, Dima, mach rein. Wow, wir machen geilste Pommes jetzt. Das ist so lecker. Ja. Wow. Geil. Wow. Das ist richtig lecker. Okay, unser Essen ist fertig und Dima kann nicht warten, er muss direkt anfangen zu essen. Safe. Wir werden jetzt erstmal essen und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ist geil? Oh mein Gott. Mhm. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall satt. Wir haben gerade gegessen. War das Essen lecker? Ja. War wirklich richtig lecker. Nein, ohne Spaß, war wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein Zelt mitgebracht und ich weiß nicht, wo ihr pennt, aber ich penne auf jeden Fall in einem Zelt. Safe penne ich auch im Zelt. Nö. Doch, hä? Nein, safe. Hä? Ich habe für mich ein Zelt mitgenommen. Ja, wir haben doch schon bei dem Airtrack-Video alle da drin geschlafen. Haben wir nicht gesagt, du nimmst für alle Zelte mit? Eigentlich habe ich nur für mich ein Zelt mitgenommen. Safe penne ich im Zelt. Hä, habt ihr nichts sonst dabei? Sonst auch ihr hier. Habt ihr nichts dabei?
Wir haben uns auf dich verlassen. Du hast gesagt, du bringst uns ein. Hä? Ich habe nur ein Zelt für mich mitgenommen. Okay, ich weiß, wie wir das regeln. Ich weiß, wie wir das regeln. Wie? Und zwar machen wir jetzt Challenges in zwei Teams. Und das Team, was dann am Ende gewonnen hat, wird dann im Zelt schlafen. Boah, mit Schlafsäcken. Mit Schlafsäcken. Safe da oben drauf, ja, genau. Im Zelt. Da oben mit Schlafsäcken, mit Kissen, mit Decken, also... Oha, Tom, geh runter, du hast noch nicht gewonnen. Geh runter! Ich würde sagen, ich und Dima sind ein Team und du und Tom. Oh. Kommen wir zur ersten Challenge. Erste Challenge und zwar nennt sich das Spiel Flappy Bird oder eher gesagt Flappy Bad. Also hier heißt das Spiel Flappy Bad. Merle, wir gegeneinander. Wer wird gewinnen? Easy! Komm, komm! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja, easy! Geil! Alles gemacht! Ja! Ja! Einfach gut! Ja! Da müssen wir jetzt in der nächsten Challenge gut sein. Boom! So, Challenge Nummer 2. Gegen Dima. Hallo! Und zwar müsst ihr jetzt eure Füße und eure Hände verbinden. Oh nein, das hört sich schon mal richtig nicht cool an. Und dann müsst ihr von da in die Grube reinspringen. Okay. Und versuchen rauszukommen. Und wer als erstes da ist, hat gewonnen. Oh nein, das ist voll schwer. Gewinn das. Ah, gewinn das! Auf die Plätze. Fertig. Los! Und. Mit Vorwärtssalto. Nein! Die letzte Challenge entscheidet jetzt alles. Challenge Nummer 3. Die letzte Challenge für heute und das wird die entscheidende Challenge sein. Wenn wir gewinnen, Dima, dann kriegen wir das so wunderschöne Zelt. Und wenn die beiden gewinnen... Dann kriegen die beiden das wunderschöne Zelt, deswegen Dima, streng dich an. Du auch. Ja, ich streng dich an. Die Challenge läuft so. Dima macht Backflips, ich mach Flickflacks und das wird dann zusammen addiert. Er macht Backflip, sie macht Flickflack, das wird zusammen addiert. Und wer dann am Ende viel mehr hat, der hat gewonnen. Verstanden? Yes. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toll! Easy, wir haben eh schon verloren. Wir werden verlieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 18 sind genau 30. Was? Ja. Easy, jetzt liegt alles an dir. An dir? Hä, du musst die Flickflacks machen. Du musst mehr Backflips machen. Nein, du musst Flickflacks machen. Okay. Wir geben unser Bestes. Ja. Ich will das Zelt, ich will das Zelt. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh nein! Niemals! Oh, ich bin schon am Ende von der Bahn. Toll! Ich brauche gar keine Backflips mehr zu machen. Jetzt musst du... Niemals. 24. Niemals. Keine Chance. Außer du machst 23 Backflips. Ja. Vielleicht kannst du noch aufholen. Niemals. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Du hast weniger als ich gemacht. Du warst schlechter 23. als ich. Jetzt müssen wir auf diesem kalten Boden schlafen. Nein, ich will nicht. Und wir haben gewonnen. Ja, da kommt unser Zelt. Ja. Ja, bitteschön. Danke. Nimm doch das Zelt. Ja, eure Schlafsäcke. Danke. Ja, okay, so funktioniert das, glaube ich nicht. Ah, ich glaube, wir nehmen das lieber. Oh mein Gott, ey, das passt ist doch so perfekt scheiße, hier drauf. Ey. Warum kannst du keine Flickflacks? Warum kannst du keine Backflips, ja? Oh mein Gott. Guck mal, wie glücklich die sind. So, das Zelt von denen ist aufgebaut. Schlafsäcke sind drin. Wow! Wow!
toll. Wo schlafen wir? Hast du überhaupt eine Decke dabei? Nein. Ich habe eine Sache. Ich habe ein Kissen. Aber nur ein Kissen. Und den werde ich haben, weil ich mehr Flickflacks gemacht habe. Und ja, du weniger Backflips. Dafür ziehe ich mir diese Schlafschuhe an. Lass einfach auf die Sofas gehen. Jeder von uns nimmt ein Sofa, leg dich hin, zeig den Leuten, wie wir heute Nacht schlafen werden. Geht es oder? Das ist voll kalt. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt unsere Schlafsachen an, oder? Komm. Dann gehen wir langsam schlafen. Ja. Schon mega spät. Okay, wir haben uns jetzt in unsere wundervollen Schlafanzüge geschmissen. Zeig mal her hier. Schön weihnachtlich. Ich habe auf jeden Fall die besten. Guck mal, ich bin auch schön weihnachtlich angezogen. Wow. Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber wir haben es schon 3:16 Uhr. Auf jeden Fall springen wir jetzt noch ein bisschen rum. Steve nimmt wieder den Schlafsack und wird wieder ein paar Backflips ziehen. Ja. Mach jetzt mal einen krassen Trick, das, was du gut kannst. Perfekt, sehr gut. Warum bist du so rutschig? Wie du aufziehst. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen langsam ins Bett gehen. Wir machen nur noch Scheiße hier, wirklich. Ich bin so müde. Ist da noch ein Schlafzeug? Oh ja, safe. Nicht gemerkt. Den ziehe ich ab, safe. Ich würde sagen, Licht aus. Und an dieser Stelle, gute Nacht. Boah, Leute, es ist so arschkalt auf diesem Scheißsofa. Vor allem, das ist ja nicht mal ein Stoffsofa oder so. Das ist einfach nur kaltes Leder. Ich glaube, die anderen pennen schon. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Deswegen, ich glaube, ich wecke jetzt die mal auf. Und dann werden wir die anderen mal pranken und die aus dem Zelt schmeißen. Und wir übernehmen dann das Zelt, weil ich kann so nicht einschlafen. Ey, Dima. Dima. Wach aus. Ist dir nicht kalt? Nee, kalt nicht, aber es ist unbequem hier. Lass mal bitte die anderen rausschmeißen aus dem Zelt. Ja, Mann, ich habe eine Idee. Da sind Bälle. Lass sie einfach so lange abwerfen, bis die rauskommen. Abwerfen? Aufwachen! Aufwachen! Raus aus dem Zelt! Raus! Komm, lieber, geh rein! Warte! Nein! Die Last dreht dich aus! Wir fallen gleich hier runter! Geschafft. Hier was runtergefallen, ne? Guck mal, ich hatte gerade richtig Angst. Okay, wir können hier auf jeden Fall besser schlafen. So, gute Nacht. Guten Morgen. Ey Leute, in dem Zelt. Was? Der Wecker geht an. In dem Zelt war es irgendwann so warm, dass Dima und ich uns einfach auf die Trampoline gelegt haben. Und hier war Dimas Bett. Wie fandest du es? Wir sind direkt eingepennt, ohne Spaß. Alter, sag mir bitte, woher ihr eine scheiß Luftmatratze habt. Tja. Ich bin durch, Leute. Tschüss alle. Tschüss. Okay, filmt die auch? Ja. Warte, ich mach jetzt hier mit. Oh! Oh mein Gott! Geh weg! Nein, geh weg! Ja, jetzt muss ich hier eure Scheiße wegwischen. Genau so kühlt man Pommes ab. Oh nein! Es ist noch heiß! Merle, du musst schnell. Es ist heiß! Es ist heiß! Schnell, eine wird schon richtig braun oben. Oh, okay!